Herzlich willkommen bei Supplementer Kocht. Ich bin Luisa. Und ich bin Sophie. Heute machen wir veganen Tzatziki auf Cashew-Basis. Hier haben wir Cashew-Nüsse. Die sind schon eingeweicht, ne? Die sind schon eingeweicht, genau. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz, frischer Zitronensaft und frischer Dill und frischer Knoblauch. Und hier haben wir geraspelte Gurke. Genau, das ist eigentlich total simpel, ja. Aber es hat eine geile Beilage, was man ganz vielfältig verwenden kann für Sandwiches oder auch so zum Snacken oder wie auch immer. Deswegen dachten wir, machen wir das mal. Wir haben auch noch ein anderes cooles Rezept, wo wir so eine Art Tortilla machen, auch mit dem Tzatziki eben. Könnt ihr mal bei uns auf dem Account schauen. Und genau. Cashews, kann man das gut zu essen. Ja. Ja, Cashews kommen hier rein mit dem Masa, Zitronensaft. Ist ja auch immer so eine Sache, wenn die Leute das sagen, so, oh, Tzatziki, das geht doch vegan. So, klar. Ja. Dann haben wir hier ein bisschen Salz noch mit rein. Mit Kokosjoghurt kann man es auch machen. Kann man es auch machen, bestimmt. Ja. Ich vertrage das nur leider nicht so gut. Mit Kokosjoghurt? Mhm. Wir haben jetzt hier wieder den Nutribullet am Start, weil für kleinere Mengen ist der, eignet er sich einfach richtig gut. So. Sind wir auch schon fertig. Es wäre schön cremig geworden, glaube ich. Dafür ist der Nutribullet echt gut, ne? Schau mal, wird so krass. Das ist fast schon wie so Frischkäsecreme eigentlich. Stimmt. Aber mit den Gurken wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen, weil da ja viel Wasser drin ist in den Gurken, verflüssigt er sich ja dann so ein bisschen. Mhm. Max, du kannst die eigentlich schon mal dazugeben. Ja. Das ist eins unserer schnellen Rezepte. Genau. So. Und dann haben wir hier, der riecht so gut, ne? Den Knoblauch hatten wir jetzt schon mal mit reingemacht. Ja. Ne? Genau, der war mit dabei. Den frischen Dill. Man kann auch frische Minze dazu tun. Ja, das möchte, genau. Und so, dann alles. Hier noch ein bisschen das rausholen. Das ist immer ein bisschen der Nachteil bei dem Mixer. Da hängt immer ein bisschen was rein, aber kriegt man schon raus. So. Genau, jetzt mischen wir es einmal durch. Voll geil, ne? Hast du es schon mal auf Cashew-Basis gemacht? Nee, ich habe ehrlich gesagt noch nie Tzatziki gegessen, glaube ich. Also seit ich vegan bin, das ist schon lange her jetzt, habe ich das noch nie gegessen. Aber ich glaube, dass das richtig cool ist. Also auf Cashew-Basis habe ich auch. Und halt vor allem eigentlich echt zum Healing, weil Gurke mit drin ist, ist super hydrierend. Dann hast du den Garlic mit drin, der stark antiviral, was mega gut ist. Und und Cashews sind auch, ne? Also redet mit der Kmitim auch viel drüber. Die helfen sogar bei Migräne und so, also richtig cool. Ja, Cashew-Nüsse sind auch richtig gut. Das, genau, sind natürlich schon höher in Fett, aber genau. Nee, deswegen, das ist jetzt eigentlich schon fertig, müssen es gleich noch ein bisschen schöner anrichten für ein Foto, aber das ist jetzt schon unser Tzatziki. Ich will es probieren. Gerade nicht. Okay. Du? Nee, ich jetzt auch nicht unbedingt. Nachher probieren wir. Das mit dem Knoblauch. Nachher machen wir nämlich noch ein anderes Video mit den Tortillas, genau. Und dann probieren wir das. Aber hier habt ihr es ganz einfach. Die Zutaten sind natürlich in der Beschreibung, wie immer. Und macht auf jeden Fall, guckt auf jeden Fall unser anderes Video noch dazu mit den Tortillas. Und genau, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Sagt uns gerne, was ihr das nächste Mal sehen wollt bei uns. Und lasst gerne auch ein Like und ein Abo da. Und Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Tschüss.